Marana, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, zu den neuesten Botschaften der geistigen Welt. Schön, dass du heute hier bist. Mein Name ist Monika Nirjana. Ich bin Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Und wenn du daran interessiert bist, immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt zu bekommen, dann solltest du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn dann wirst du sofort von YouTube informiert, wenn ich ein neues Video poste. Heute geht es um die Verschwörungsenergien. Es geht um etwas, was sich bewahrheitet hat, und das möchte ich gerne mit dir teilen. Zuerst möchte ich aber noch unsere Kanalmitglieder begrüßen. Herzlich willkommen auf Smarana. Denn ihr, liebe Kanalmitglieder, ihr habt ja jetzt schon 4 kostenlose Webinare zur Verfügung von uns gestellt bekommen, in welchen ihr euch ausbilden lassen könnt in allen möglichen Richtungen der Spiritualität. Das ist alles kostenlos für die Kanalmitglieder und ein ganz großes Geschenk, denn wir möchten eine große Gemeinschaft der Liebe und des Lichtes unterstützen und immer mehr ausbauen. Und wenn du gerne jetzt noch Kanalmitglied werden möchtest, dann klick einfach hier unten auf den Button Mitglied werden. Und schon bist du dabei. Und im Community-Tab hast du dann Zugang für Kanalmitglieder zu den einzelnen Webinaren. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu der Verschwörungstheorie. Man darf ja jetzt gar nicht mehr Verschwörungstheorie sagen, weil das ist also ja jetzt nicht mehr richtig. Das ist echt witzig. Man sagt jetzt Spoiler. Aber wenn ich jetzt Spoiler übersetze aus dem Englischen in das Deutsche, dann heißt das sinngemäß etwas schon vorher verraten, was sich später bewahrheiten wird. Zum Beispiel, wenn du einen Film, einen schönen Spielfilm anschaust oder ein spannendes Buch liest und du verrätst dann demjenigen, der das Buch noch nicht kennt, was also am Schluss geschieht, den Höhepunkt, dann ist das ein Spoiler. Also, es heißt jetzt, die Spoiler gehen uns aus. Spielt alles überhaupt keine Rolle, weil die Wahrheit kommt ja ans Licht und darum geht es. Es kommt immer mehr Wahrheit ans Licht in diesem diffusen Nebel. Ich habe das Hintergrundbild auch extra so gewählt, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, wie die Energien so fließen. Ich fange mal oben an. Oben seht ihr so eine weiße Schicht, das ist die Klarheit. Die Klarheit von allen Dingen, die als Wahrheit hochkommt, aus diesem Wust, der da hier so unten drin ist, da wuselt es hin und her. Und die weißen Pünktchen, die ihr seht, das sind die Verschwörungstheorien oder die neuen Spoiler. Und immer wenn ein Spoiler jetzt aufgedeckt wird als Wahrheit, geht er hoch und fließt also in die Klarheit hinein. Und der Bereich in der Mitte, das ist so dieser Dunst, wo alles gerade hin und her wirbelt und ja, wo wir uns befinden, sozusagen. Also das ist das Hintergrundbild und das passt so gut zu dieser Geschichte. Denn aus Amerika kam die Meldung von CDC, dass also die geimpften Menschen doch jetzt ansteckend seien. Das war ja die ganze Zeit, wurde da ja das Gegenteil behauptet und jetzt kommt also raus durch Messungen. Also das ist, was ich euch erzähle, ist kein Spoiler, keine Verschwörungstheorie. Das ist die Wahrheit und hier unten unter dem Video findet ihr den Link dazu. Also es ist einfach eine offizielle Meldung von dem CDC, aus Amerika. Und zwar geht es um Massachusetts der kleinen Stadt Robinstown, das ungefähr 3000 Einwohner hat. Dort hat man Lockerungen gemacht, man hat Festivals ausgeführt, so wie das früher auch war vor diesen komischen Corona-Zeiten. Dort sind ungefähr 70% der Bevölkerung geimpft und man war da ganz sorglos, was ich eigentlich auch gut befinde, wenn ich jetzt mal in die Bewertung gehe. Auf jeden Fall haben sich dann nach diesem Festival 469 Infektionen wurden registriert. Und dann hat man festgestellt, von diesen 469 Infektionen, dass da 346 davon geimpfte Menschen waren. Das heißt also, 74% der Infektionen,
wie heißt es jetzt, der Menschen, die sich infiziert hatten, waren 74% geimpft. Das heißt im Umkehrschluss von uns, dass die Menschen, die geimpft sind, ansteckend sein können, dass die genauso ansteckend sein können wie Ungeimpfte. Also da gibt es keinen Unterschied. Die tragen genauso eine hohe Virenlast wie jeder andere Mensch auch. Also sind eigentlich dadurch die Nicht-Geimpften eher in Gefahr, sich anzustecken, weil es ja so ist, dass die Nicht-Geimpften sich auch nicht testen lassen müssten. Und solange das so ist, haben wir keine Möglichkeit zu wissen, wer jetzt von den Geimpften tatsächlich infiziert ist und dieses Virus verbreitet. Also ein ganz großes Ungleichgewicht. Man sollte dann jetzt ein bisschen aufpassen, wenn man will, wenn man mit einem Geimpften zusammen ist, das ist also eine Virenschleuder, kannst du so sagen, wie auch jeder andere Nicht-Geimpfte. Also ne, da will ich jetzt gar keinen Unterschied machen. Aber ihr Lieben, geht nicht in die Angst, weil das ist Quatsch, jetzt in die Angst zu gehen. Wir sollten mit diesem ganzen Geschehen eigentlich ganz normal umgehen, so wie früher, wie es mit jeder anderen Krankheit auch gemacht haben. Wir haben nie unsere Aufmerksamkeit auf eine Krankheit gelegt, so wie es jetzt dauernd geschieht. Das ist so ein ganz falscher Fokus, die Aufmerksamkeit auf Krankheiten zu legen, sondern legt einfach die Aufmerksamkeit auf das Positive, auf das Gute, auf die Gesundheit. Dann werdet ihr das auch anziehen. Ihr kennt doch das Gesetz der Resonanz. Du ziehst immer das an was du denkst. Oder du gibst dem Kraft, an was du denkst. Ja, die Energie sucht sich ihren Weg. Das ist wie ein Magnet. Die zieht, wenn du positiv bist, ziehst du Positives an. Wenn du jetzt in die Angst gehst und sagst, oh Gott, die Geimpften sind jetzt ansteckend und ich habe Angst davor, dann wirst du dich anstecken. Wenn du aber, weil du das dann anziehst, das ist so vom Gesetz der Resonanz, da kann sich auch niemand davon entziehen. Aber du kannst einfach anders denken. Du denkst jetzt, okay, ich bin gesund, ich bleibe gesund. Ich bin positiv und dann siehst du das an, deine eigene Gesundheit. Und so können wir mit all dem umgehen, was jetzt gerade auf der Welt geschieht, wirklich in die Positivität gehen und gar nicht auf diese negativen Nachrichten reagieren. Also ich mache ja dieses Video, um euch zu helfen, in der Kraft zu bleiben und um auch festzustellen, dass es sich lohnt, positiv zu denken. Und somit gehst du komplett raus aus dem Kollektiv, raus aus dieser Beeinflussung und bist dein freier Mensch und bleibst gesund. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, würde ich mal sagen. Und wer noch mehr für seine Gesundheit und Heilung tun möchte, der kann natürlich zum Beispiel in unserer neuesten Ausbildung Medium der neuen Zeit da teilnehmen. Das sind 5 Module und du bekommst die neuesten Techniken aus der 11. Dimension zur Verfügung gestellt, wie du in die Heilung gehst, wie du anderen Menschen helfen kannst, in die Heilung zu gehen. Und das ist doch so wertvoll und das ist, bringt so viel Licht und Klarheit auf die Erde. Genau das ist wichtig. Und wer sich dafür interessiert, kann unten auf den Link klicken und sich einfach anmelden. Und ihr lieben Kanalmitglieder, ihr habt ja sowieso jetzt schon 4 kostenlose Webinare von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr könnt euch da auch mit diesen ganzen Energien neu aufstellen und ganz viel Licht und Heilung auf die Erde bringen. Und das ist wichtig, denn wenn wir all dem glauben, was hier so erzählt wird, wenn wir uns beeinflussen lassen von diesen negativen Dingen, dann werden wir selbst negativ irgendwann. Deswegen ist es so wichtig, wirklich sich mit dem Licht zu verbinden. Und dafür ist Smarana da. Und für alle, die es immer noch nicht wissen, Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und es ist Gottes Nähe, Gottes Liebe, die dich begleitet, die dich erschaffen hat und dich begleitet. Und du wählst den Weg mit deiner Achtsamkeit, den du gehst, ob du den Weg der Angst gehst oder den der Liebe.
Das entscheidest du. Und diese Kraft hat jeder Mensch, sich immer wieder zu entscheiden, den Weg der Liebe zu gehen, ihr Lieben. Jetzt machen wir tatsächlich noch eine kleine Meditation, einfach um unser Licht zu stärken und unsere Gesundheit auszudehnen. Schön, dass du heute hier bist und vergesse nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer alle wichtigen Botschaften von mir erhältst. So, ich sprühe mich ein mit der Namenenergie. Die liebe ich gerade so sehr. Ach, und mit der Fülle. Mit der Fülle natürlich auch, ihr Lieben. So, dann wünsche ich euch ganz viel Freude jetzt gleich bei den Worten der geistigen Welt. Geliebtes Menschenkind, voller Freude bin ich, weil du heute hier bist und wir zusammen in die hohen Energien der Liebe und des Lichtes eintauchen können. Versammelt haben sich die Engel. Diesmal sind es deine Geistführer und deine dich begleitenden Engel. Denn diese Engel, sie sind immer bei dir. Und so stehen sie im Kreis um dich herum. Vielleicht spürst du ihre Energie, ihre Liebe und Achtsamkeit. In diesem Moment reinigen sie deine Aura. Sie reinigen dein Energiefeld von allen belastenden Gedanken und Energien. Es geschieht so, wie es gut und richtig für dich ist. Und es geschieht in der tiefen Liebe von Smarana. Lass es ruhig geschehen, denn es wird dir gut tun. Es sind 9 Engel, welche bei dir sind. Und jeder einzelne Engel wird nun zu dir kommen und dir das Licht überreichen. Das persönliche Licht des einen Engels wird dir überreicht. Und immer wenn du es in deine Hände nimmst, führe es zum Herzen, sodass es dort sich mit deinem Herzen verbinden kann. Dann überreiche dem nächsten Engel deine Hände, sodass er dir wieder ein Licht übergeben kann. Und dies geschieht 9-mal.
Wenn du nun alle 9 Lichter erhalten hast, lass deine Hände auf deinem Herzen ruhen und spüre, wie nun diese Energie der 9 Lichter sich in deinem Körper ausdehnt. Spüre diese Kraft des hohen Lichtes, die tiefe Liebe. Und lass dich einfach tragen. Denn über diese Lichter bist du nun sehr eng verbunden mit diesen Engeln. Es ist nicht so wichtig, ob du sie alle mit Namen kennst. Es ist wichtig, dass du dieses Licht fühlst und dir vielleicht vorstellst, wie dieses Licht dich durchflutet. Es sind Geschenke der Wirklichkeit, welche dir überreicht wurden, welche dir ermöglichen, dich immer wieder an die Engel zu wenden, Hilfe zu erhalten, Schutz zu erhalten, welche dich immer wieder in die Mitte bringen und stärken werden. Vielleicht spürst du, dass deine Engel jetzt zu tanzen beginnen, sich um dich herum bewegen. Und wenn du magst, darfst du mit ihnen tanzen, denn es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das Geschenk der Liebe wurde dir übergeben. Das Geschenk des Lichtes leuchtet in dir. Du bist kraftvoll und stark. Die Liebe ist mit dir. So bedanke dich bei den Engeln für alles, was sie heute für dich getan haben. Und richte stets deinen inneren Blick auf dieses Licht, auf diese Kraft. Erinnere dich in schwierigen Situationen an dieses Geschenk. Und du wirst gestärkt sein. Du wirst das Licht ausstrahlen und das Licht anziehen. So ziehen sich nun die Engel wieder zurück. Die Energie des Lichtes bleibt bei dir. Und du kannst in deiner eigenen Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Und wenn du in deinen Räumen angekommen bist, bewege Hände und Füße, streck dich ein wenig und sei wieder ganz hier. So, seid ihr wieder da, ihr Lieben? Ich denke ja, und ihr tragt alle ganz so viel Licht in euch. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit und umarme euch voller Liebe mit einem Küsschen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, Smarana.